Was ist das Beste am Älterwerden? Das jung gewesen sein. Welches Schwabenklischee erfüllst du in jedem Fall? Total schwer. Was muss ich nachdenken? Dem Umstand entsprechend sparsam. Feinstaubalarm in Stuttgart, cool oder Mist? Was für ein Mist. Warum ist Stuttgart immer noch die Hip-Hop-Mutterstadt schlechthin? Crow. Wie oft am Tag musst du dein Handy laden? Einmal. Welche Journalistenfragen kannst du auf keinen Fall mehr hören? Wie oft musst du dein Handy laden? Was machst du zu Weihnachten? Oh, der ist auch schlimm. Was machst du zu Weihnachten? Im Ernst jetzt? Feiern! Hallo, mein Name ist Josefine Preuß. Ich bin Psycho Dino. Ich bin Helene Fischer. Mein Name ist Sammy Deluxe. Stugi TV trifft. Der beste Sender der Welt. Stugi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Stuttgart ist ihre Heimat. Seit über 25 Jahren stehen sie aber überall auf der Bühne. Die Rede ist natürlich von den Fantastischen Vier. Und herzlich willkommen, dass ihr bei uns seid. Hallo. Freuen uns riesig. Ja, so kurz vor Weihnachten spielt ihr jede Menge Konzerte hier in Stuttgart, in eurer Heimat, sage ich mal. Macht es überhaupt noch Spaß, so am dritten Abend? Ja klar, gerade weil es zu Hause ist, ist auch ganz angenehm. Wir müssen nicht immer abends abbauen und den Ort wechseln. Wir sind ja hier in der Stadt, können auch ein paar Erledigungen machen, Weihnachtseinkäufe, Verwandte besuchen und solche Sachen. Nee, das ist auf jeden Fall, es hat ja auch Tradition. Ich glaube, es ist das dritte oder das vierte Mal rund um Weihnachten jetzt in der Schleierhalle. Und wegen der The Voice-Finaltermine können wir unsere Tour nicht im Dezember machen wie gewohnt. Also machen wir die anderen Termine im Januar und bleiben aber traditionell hier in Stuttgart rund um Weihnachten. Und gestern war es grandios, vorgestern auch. Also wir hatten schon zwei wundervolle Konzerte und denken, dass wir heute auf jeden Fall nochmal mit einem vollen Haus und der Stimmung uns schön in den Weihnachtsurlaub schicken lassen. Es kommt der Tag und du bekommst das Grab mit dem Grabstein und da steht dein Name drauf. Dein Name drauf. Dein Name bleibt da, dein Name, dein Name bleibt da. Da steht dein Name. Egal was alle sagen, du bist hart im Nehmen. Hast du Sinn und wieder hart gegeben und klar, es war nicht gerade Garten Eden, aber kein Problem, du bist gerade Jetzt wohnt ihr alle eigentlich in unterschiedlichen Städten. Ist Stuttgart trotzdem eure Heimat oder heißt es dann, ihr kommt nach Hause? Oder? Ja, die Definition von Heimat ist ja, finde ich, wo man geboren ist. Ne? Also das ist das Schwabenland. Ditzingen bin ich geboren, also kann ich schon sagen, Stuttgart ist meine Heimat. Zu Hause ist jetzt die Eifel, aber ich glaube wirklich, da wo man geboren und aufgewachsen ist, das ist für immer die Heimat. Also ist Stuttgart schon unsere Heimat. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich bin ja in Offenbach geboren, aber ich würde nicht sagen, dass es meine Heimat ist. Wie lange warst du denn dort? Hergezogen sind wir nach Gerlingen, in der Umgebung von Stuttgart. Da wurde ich 9. Also, das ist meine Heimat trotzdem. Also hier Stuttgart ist meine Heimat. Hier bin ich, habe ich meine Kindheit verbracht oder einen Teil meiner Kindheit und groß geworden und dann die Band, Karriere, alles Mögliche hier und dann als Erwachsener weggezogen und trotzdem ist Stuttgart meine Heimat geblieben. Zu Hause bin ich in Hamburg seit länger, als ich in Stuttgart lebte, tatsächlich mittlerweile. Was hat sich in den letzten 10 Jahren in Stuttgart verändert, eurer Meinung nach? Die Fandas fehlen einfach, die sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da. Das ist schade, aber dafür kommen sie ja ab und zu wieder. Der Innenarchitektur, also der Innenstadt oder überhaupt die Architektur ist auch eine große Geschmackssache. Mhm. Wobei ich finde, dass da oberhalb vom Hauptbahnhof passiert ist, finde ich persönlich ganz geil irgendwie. So ein bisschen amerikanische Architektur wirkt so, hat was, finde ich. Der Verkehr ist ganz schlimm, sagen sie alle. Es muss ganz furchtbar sein, hier mit dem Auto durchzufahren zu Hauptverkehrszeiten. Mehr fällt mir da jetzt nicht ein. Natürlich haben wir auch, Michi wärmt sich auf, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die Arie ist von Herrn Beck persönlich. Das ist der Jan, das ist Seven. Ach so, das ist Seven. Ich habe mich schon gewundert. Der Michi dreht echt auf, weil der wärmt sich auch mal auf vorher. Aber normalerweise mit einem Lolle, Lille, 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 Halt's Maul im Maul im Maul. Aber ihr macht dann mit? Nein. Oder ihr seid nicht Fans vom Aufwärmen? Wir trinken ein Aperitif. Wir trinken einen drauf. Egal was sie sagen, egal wie oft sie es taten, du hattest deinen eigenen Plan und hast ihn nie verraten. Die anderen gingen aus dem Arm, Spaß zu haben. Was tut man nicht zu Hause, fand man nicht im Land. Tja, wenn man etwas liebt, dann nimmt man viel in Kauf. Hast das Gefühl, das mit dem Liederschreiben kann ich auch. Woran merkt ihr, dass Stuttgart und Baden-Württemberg von den Grünen regiert wird? Das ist brutal, oder? Das ist nämlich bei Stuttgart, das hat mich sehr gewundert. Da haben wir jahrtausende lang gegen die CDU gearbeitet und dann sind wir weg und dann wird sie plötzlich rot-grün. Naja, aber man kann sagen, dass die Themen, die damals am Rand waren, heute in der Mitte gelandet sind.
Und wir sehen ja auch, was dann bedauerlicherweise mit dem Thema am rechten Rand passiert ist. Aber das ist schon abgefahren, ne? Weil das war hier echt traditionell schwarz hier in Stuttgart und Umgebung. Ja. Aber naja, es ist jetzt unsere Generation und wir sind anders drauf. Und das ist einfach der Lauf der Dinge. Und ich glaube, das dazu nicht zu sagen. Ne? Wir haben für Rezzo damals, für den grünen Bürgermeister damals gekämpft. Dachte mir, das ist schräg genug. Es lag aber auch an Rezzo, der sehr viel fürs kulturelle Leben gemacht hatte. Ich glaube, der ist auch der Kretschmer heißt er, ne? Ja. Ist schon auch schuld. Der ist einfach ein Mensch, der, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung. Und ich denke auch, da gab es ja dann den großen Aufschrei von, was weiß ich, da Daimler und Porsche und alle ziehen weg. So viel, es hat sich überhaupt nicht viel geändert, würde ich sagen. Man hat es ein bisschen justiert, die Schrauben nachgestellt, ein bisschen die Schiene gewechselt, aber das ist nicht so, als würde Stuttgart plötzlich aus allen Ecken, in allen Ecken Grasplantagen haben oder sowas. Das ist also, glaube ich, immer noch alles schön im Normalen und halt so eine Tendenz in die grüne Richtung, was ja wunderschön ist. Dann kommen wir zu was, was sich wirklich verändert hat. Kommen wir zum Fußball. Oh ja. Schafft es der VfB dieses Jahr wieder? In die Liga. Vielleicht schafft das. Irgendwohin wird er gehen. Aber wohin das ich. Warte, die falschen. Aber echt. Keine großen Fußball. Weißt du, wo es steht? Der Michi ist der Einzige, der hier. Der könnte dir jetzt hier eine fundierte Antwort geben. Aber dann drücken wir mal die Daumen. Wir drücken die Daumen. Da haben wir Antwort. Ach, ja. Super. Gelernt ist gelernt. Ja. Wie oft seht ihr ein Spiel von den Jungs? Einmal habe ich bisher in meinem Leben ein Spiel gesehen. Auch, 1979 Stuttgart-Uerdingen 2:0. Oh, aber so, noch so genau. Das war das einzige Spiel, was ich je gesehen habe. Ne, wo. Nein, aber Köln-Pauli habe ich auch mal gesehen. Wo. Meisterschaft hier, als Stuttgart Meister geworden ist, waren wir doch auch im Stadion. Ach so, stimmt. Ja, das war klar. Das also drei Spiele hast du gesehen in deinem Leben. Die anderen. Gegen Gegner, gegen eine andere Fußballmannschaft. Chemnitz würde ich gerade die ganze Zeit sagen. Die verloren hat. Aber nicht Chemnitz. Damals. Aber auch was Ähnliches aus dem Osten mit C. Total unspektakulärer Gewinn, fand ich. Es war, glaube ich, so 0:1. Das so war spannend. Am Anfang hat es ganz kurz so ausgesehen, sie würden kein Meister. Cottbus, genau. Oder war ich gerade auf dem Klo wahrscheinlich. Ihr habt zwei MTV Unplugged gespielt, Konzerte auf dem Vasen, Konzerte wurden in Kinos übertragen. Kurze Bilanz, was ist euer persönliches Highlight? Könnt ihr da irgendwas zusammenfassen? Gestern. Das ist das aktuellste Highlight, war gestern hier zu spielen. Es ist immer, Entschuldigung. Es ist immer das aktuelle. Füße hoch und nachdenken. Ein Highlight, das kannst du überhaupt nicht. Naja, das Heimspiel war hier auf jeden Fall ein Highlight. Anlässlich des 20-jährigen Bühnenjubiläums von uns auf dem Kanzler Vasen mit 70-köpfigen Band, Orchester und allem Tamtam vor 60.000 Zuschauern. Wir dachten, es kommen 40.000. Das war in jeder Hinsicht für uns überwältigend, schwer zu toppen. Ich wüsste auch nicht, ob wir zum 30-Jährigen irgendwas in diese Richtung anzetteln könnten. Habt ihr ja ein super Highlight gefunden. Jetzt seid ihr schon lange als Band unterwegs. Ist es so, ihr werdet ja auch älter und es ist ein normaler Lauf. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ihr werdet reifer. Ihr werdet auch älter. Ja. Alle im gleichen Maße. Ein Glück gilt das für alle, aber ja. Terminstress, immer noch machbar oder nehmt ihr einfach weniger Termine wahr? Nehmt einfach weniger Drogen. Okay. Ja, genau so ist es. Um die Terminlage zu machen, müssen die Drogen reduziert werden. Gut, kann einfach morgens nicht mehr besoffen zum Interview kommen. Das ist einfach, die Zeiten sind vorbei. 2-3 durchgemachte Nächte vielleicht. Dazu noch abends 2 Stunden hoch die Tassen. Und mehr geht halt nicht. Muss man halt Rücksicht nehmen. Also Groupie-Termine sind gestrichen zum Beispiel. Mhm. Und auch andere Sachen. Ja. Nee, eigentlich nicht, oder? Ich meine, gut, wir haben Familie. Natürlich ist das Familienleben auch ein wesentlicher Bestandteil. Du machst eine ganz neue Erfahrung. Du hast Kinder, da willst du dich auch drum kümmern. Die wenigsten Leute sagen auf dem Sterbebett, ich hätte gern mehr Zeit im Büro verbracht. Und deshalb verlagert sich vielleicht die Priorität ein bisschen in Richtung, ich will meine Kinder aufwachsen sehen. Ich habe aber auch eine total geile Band. Und ich persönlich mache so, dass ich daneben den Fantas und meiner Familie eben nichts mehr mache. Ich mache keine Soloaktivitäten und also zumindest nicht im musikalischen Bereich. Und man lernt, die Prioritäten zu setzen, weil wir alle haben ja nur 48 Stunden am Tag. Für die jüngeren Kollegen, die vielleicht zuschauen, schreiben sich Songs im Alter leichter. Das Gegenteil ist der Fall. Oh. Ja, ist schwierig. Also erstmal, weil wir schon sehr viel geschrieben haben, möchte man sich natürlich nicht wiederholen. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass wir es eben auch schon sehr, also einfach sehr lange machen. Und dann ist das, was früher ein Hobby war, ist immer mehr zur Arbeit geworden, immer mehr Alltag. Und dann ist natürlich nicht mehr die Leidenschaft da, wie wir sie noch als 19-Jährige hatten. Natürlich ist es, macht es Spaß und wir freuen uns. Und wenn wir was geschafft haben und es allen gut gefällt, ist das auch gut. Aber das Tempo lässt eher nach.
Ja, und du wirst zwar besser darin, weil du machst, ja, je öfters du es machst, ist ja klar, man könnte sagen, man wird immer besser, aber die Themen werden weniger oder mehr Themen wurden bereits behandelt. Und auch der Wunsch, etwas zu sagen, nachdem man ja doch erkennt, dass in einem gewissen Punkt in deinem Leben ist das Ganze schon viel schwarz-weißer als jetzt. Jetzt ist es viel, wenn du weißt, wie ich hier jetzt das sage, ja, das gilt vielleicht jetzt gerade für mich, aber in Wirklichkeit gilt das Gegenteil ja genauso. Und umso schwieriger ist es dann einfach so ein Thema zu finden und sagen, oh, sieht's aus, sondern ja, aber. Ja, du hast so viele Erfahrungen gemacht, dass du auch immer weißt, das ist nicht nur, es gibt nicht nur einen Punkt, es gibt mit viele Anfang Facetten 20, jeder Seite, mit jeder Anfang, Sache. Mit Anfang 20 ist es so, dass man da so eine, also man geht mit so einem Kreuz in die Welt und sagt, ich will die Welt ändern. Und die Welt ist nicht so, wie es mir gefällt, ich will das ändern. Später mit 30 oder auch eher mit 40 ist es so, weil die Welt ist, wie sie ist, wie finde ich meinen Platz in ihr, wie kann ich das gestalten? Und dieses Sendungsbewusstsein, dieses prophetenhafte Sendungsbewusstsein, ich muss euch alle ändern, damit mir meine Welt gefällt, das wandelt sich, dieser Perspektivenwechsel, finde ich, ist ganz klassisch, was den Altersverlauf angeht. Und damit kommt halt auch einher, dass man eben sich nicht unbedingt hinstellen will und allen sagen muss, wie es besser läuft, sondern sagt sich, macht ihr das schon, sondern macht euch mal ein bisschen locker, guckt mal. Und das ist nicht immer, mit Robbie Williams kurz darüber gesprochen, als sonst bei The Voice besuchen kam, da hat er auch gesagt, ja, ich verstehe das schon, es ist nicht mal so, man sagt, hey, die Welt muss anders werden, sondern, hey, was du da machst, finde ich ganz gut, viel Glück damit, ist nicht ganz meine Richtung, genau. Aber das ist nicht immer Material für einen Song. 2017, neues Jahr, neues Glück, was passiert rund um euch? Ja, die Fantasinia am Arbeiten und machen ein neues Album. Und wenn es richtig gut läuft, dann kommt es Ende nächsten Jahres raus. Und dann wird natürlich auch schon die Tour dazu wieder geplant. Momentan befinden wir uns aber noch in der zarten Anfangsphase. Wir haben einen Song, den wir auch jetzt schon mit auf die Bühne nehmen. Das heißt, ein kleiner Vorgeschmack erwartet alle Konzertbesucher auf dieser Tour. Nächstes Jahr wird dann das Album weiter gestrickt. Wir spielen auch noch ziemlich viel. Wir spielen ziemlich viel schöne Festivals. Also Musik ist da ganz vorne. Da können sich die Fans freuen. Vielen Dank, es war mir eine Freude und Ehre, dass ihr bei mir wart oder bei uns im Interview. Gerne. Und auch an euch vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, tschüss und bis bald.